Ich glaube, ich mache mir auch gleich irgendwie mal einen Kakao oder sowas. Ich hab da Lust drauf. Ein Kakao. Ach, ficken, ey. Das kann doch nicht sein. Ich bin da doch ein bisschen drüber gefahren. Ja, gib Gas, ey. Oh. 21 Münzen. Es fehlen noch. Wie viel waren das? 14 fehlen noch. Habe ich euch das gesagt? Beziehungsweise habe ich das heute schon gesagt? Weil ich habe gelesen, dass es wohl schwierig wäre, in dem Spiel alle Münzen zu kriegen. Genau, dass es schwierig wäre, in dem Spiel alle Münzen zu kriegen. Aber bisher sehe ich da noch kein Problem, außer halt in jedem Level. Aber hier verliert man ja auch keine Leben oder so. Deswegen... weiß ich nicht. Und wenn ich einen Guide habe, wo ich dann die letzten Münzen im Dschungel oder so kriege, glaube ich, nicht so das Problem. Okay, das wäre gut. Ah, scheiße, Mann. Diese umgedrehte Steuerung, ne, die macht mich total kirre. Vor allem, die macht mich dann auch danach kirre. Weil das war schon jetzt öfters so, dass ich in dem normalen Teil dann gedacht hatte, die Steuerung wäre rumgedreht. Schlimm ist es. Ich weiß dann ja, dass ich bis zu der Kurve alles eingesammelt habe. Glaube ich jedenfalls. Das wäre, glaube ich, um einiges einfacher, wenn die Sicht etwas besser wäre. Also wenn man weiter vorausschauen können. Ich bin gerade durch irgendwie. Dankeschön. Nein, ich bin da dran vorbeigefahren. Ich Idiot. Und da sind die letzten Münzen. Okay. Könnte. War das so richtig? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, was ich vorher gesagt habe. Aber könnte wäre, glaube ich, richtig gewesen. Das hört sich auch dumm an. Egal. Des Morgens. Ich darf dann ein bisschen verpeilt sein. Aber wir haben es ja auch gleich hoffentlich geschafft, wenn ich das mit der umgedrehten Steuerung nicht mehr verpeile. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch mehr von diesen Leveln gibt, also von diesen Brumm-Brumm-Leveln hier. Oder ob das letzte ist. Aber die Musik ist so gut, ne? Oh, das war knapp. Nein. Fuck. Die eine Münze habe ich verpeilt.
Ja, ich weiß. Ja, ich möchte das Spiel. Ja gut, aber das wird jetzt nicht so das Problem sein, da alle Münzen zu holen. Und wieder eine kleine Zwischensequenz. Jetzt haben wir, glaube ich, so Katakomben Kapitel 2 ist, glaube ich, das sieht dann nochmal so ähnlich aus, nur als, genau, als normales Level. 100 Münzen. Oh, da kann ich mich auch noch so gut dran erinnern, ne? Gab es eine Stelle, da bin ich jedes Mal gestorben, weil ich immer runtergefallen bin. Was so ein weiter Sprung war. Puh, das war vielleicht eine Fahrt. Ich mache erstmal eine Pause und erhole mich. Ja, ja, die ganze Arbeit bleibt wieder an mir hängen. Wie immer. Warum ist das so ein großes Level? Es fährt... Oh nein, da unten geht's auch noch hin. Oh. Oh. Das ist aber ein Geheimnis da unten, oder? Kommt man hier wieder hoch? Ja, mit diesem Gerät da, okay. Geheimnis. Na, geh da rein. Ja. Sehr schön. Ein Geheimnis mit Checkpoint? What the fuck? Kontrollpunkt. Okay, da habe ich gedacht, dass ich da noch hinkäme. Und ein Vampi. Ah, es ist mein Vampi. Gut. 3 Münzen haben wir schon. Das ist der Wahnsinn. So. Weiter geht's. Noch geht's ja hier. Also noch finde ich es angenehm. Next Checkpoint und da teilt sich der Weg. Wunderbar. Ich krieg's kotzen, ey. Ich hol mir erstmal die Münze, die da liegt. Oh Mann, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, ich gehe dann doch erstmal da hinten. Wow. Ich glaube, ich gehe dann doch erstmal hier hinten hin. Mit der Hoffnung, dass ich wieder zurückkomme. Kontrollpunkt. Wow, das war knapp. Oh, die laufen ja lustig. Nicht zu nah. War's das? Das wäre sehr nett. Nee, es ist... Wo bin ich? Ich weiß es doch nicht. Na gut, dann wüsste ich aber für den nächsten Durchgang, dass ich erst auf die andere Plattform muss. Aber es hört sich hier jetzt so an, als ob das der richtige Weg wäre. Wie komme ich denn da dran, bitte? Komme ich denn da dran?
Ah, okay. Da bin ich dann eben einfach zu früh abgesprungen. Warum ist das hier? Ah. Kontrollpunkt. Okay. Könnte sein, dass da noch Münzen sind. Das lasse ich mal weg. Nimm das! Was schwebt da oben rum? Was steht heute zur Auswahl? Das ist natürlich gut zu wissen, dass hier Fledermäuse sind, die... Was ist denn mit dir los? Ach, scheiße. Das ist natürlich gut zu wissen, dass hier Fledermäuse sind, die Münzen tragen. Oh Gott, ich muss dienen. Oh. Ah. Entschuldigung. Eieiei. Nein. Nochmal abwarten. Jetzt. Eieiei. Das war auch sehr knapp und da unten sehe ich etwas. Kontrollpunkt. Hier geht's aber anscheinend weiter. Dann machen wir erstmal Ähnchen hier. Zwei Münzen, so eine Anstrengung, ey. Hier ist aber alles. Na gut. Schön vorbeigesprungen. Wundervoll. Ah! Geheimnis. Ja, natürlich ein Geheimnis. Aber mir fehlen trotzdem Münzen. Kontrollpunkt. Oh. Entschuldigung. Es wäre, glaube ich, besser, wenn die einfach so Kreis machen würden, der komplett brennt und nicht nur so flup, 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 weil da denkt man eigentlich, dass man noch drüber gehen könnte. Fick dich doch, Spast. Meine Nase juckt, ey. Das ist nicht mehr feierlich hier. Uiuiuiui. Weil diese dumme Dreckskamera... Dumme Dreckskamera.